Also heute ist ein sanftes, anmutiges Wetter für mich, weil ich die Kälte mag. Es hat heruntergeschneit und das zu Beginn fast Juni, kann man sagen. Haltet die Au sauber. Und überall unsere Liebe für Natur und es regnet sehr kalt. Und damals, als wir die Stadtmauern errichtet hatten, der historischen Altstadt, und in der Zeit, wo dann die Pestsäule aufgestellt wurde, zum ersten Mal nach diesen vielen Massensterben, und wo der Knüttel, das Stadtwappen, der Knittel als Symbol präsentiert wurde für die Stärke des Mannes, der die Stadtmauern, also seine Stadt, verteidigen kann, der es vermag, der es versteht, sie zu verteidigen. Damals war genau fast eine polar umgekehrte, pervertierte Gesetzgebung. Wenn eine Ehebrecherin mehrere Lebensabschnittspartner hatte und sie wurde ertappt, heute gesteht es, darf sie es gestehen. Aber damals, wenn sie ertappt wurde, hieß es Steinigung oder Todesstrafe. Damit der Herr Dr. Gindl sieht, wie es damals die Sanftmut aus, also diese anmutige Sanftmut war, die schaute dann so aus. Dann hatte man die Schaufel, der König David vor 2000 Jahren, 3000 Jahren, aber damals auch die Knittelfelder genommen und die Hexen verbrannt, verstehst? Und dann anschließend verscharrt im Wasser. Der Bäcker, verstehst? Der das Kapital der eine falsche Waage hatte, den hat man im Wasser versenkt und mit einer Schaufel im Wasser gegraben, verstehst du? Das, hast du das gesehen? Das, wenn es funkt. Das war damals die Gerechtigkeit, die Sanftmütigkeit. Verstehst? Die Hacke, das Beil, damit hat man den Kopf abgeschlagen. Verstehst? Oder jemand, der gewuchert hat, den hat man vom Hungerturm heruntergeworfen und dort so lange zittern lassen in der Kälte, in den Säckeralpen, Wasserturm, Wasserschloss, was weiß ich. Den Baron drüben, der gehurt hat mit mehreren Damen, den hat man in Oberzeiring und in Graz zum Tode verurteilt, verstehst? Und ein Mann, ein makelloser Bräutigam, der 3 Tage und 3 Nächte gehindert wurde, seine Braut zu erkennen, der hatte die Möglichkeit, ein Duell herauszufordern, den, der alles quaruliert. Und innerhalb von 3 Tagen hatte er die Möglichkeit, im Duell den anderen durch Execution, verstehst? Das Messer anzusetzen. Und heute ist alles satanisiert, alles genau für Kindermord und für Ewighurerei und für ewig Kannibalisieren, verstehst? Und das hat sich ja erst langsam immer mehr zugezogen, diese Schlingen der Gesetzgebung und des Geistesbewusstseinszustandes, verstehst? Das wurde jetzt in den letzten Jahren so potenzialisiert, dass die Damen dann wirklich angegeben haben über Kindermord, über Anstiften zum Kindermord und gesagt haben, sie hätten oder sie haben noch niemals einen ehrlichen Westeuropäer als Zeitgenossen erfahren und aus diesem Grund müssen sie auch so hart zurückschlagen. Das heißt, wo das absolut generalisiert wurde, dieser Satanismus, diese absolute nekrophile, kaltblütige Mördertreiberei. Und damit hat es ein Ende, verstehst du? Und das muss ich sagen, ich bin wirklich ein sanftmütiger Mensch, verstehst du? Aber wenn ich jetzt im 16. Jahrhundert leben würde und es würde jemand mich 3 Tage daran hindern, dass Sexualität, wenn ich verliebt bin, und es würde keinen Grund geben, zum Beispiel, dass die väterliche Autorität das untersagt, das ist ja gerecht, verstehst du, wenn er das Mädchen nicht hergeben will, weil ich zu wenig reich bin oder aus dem Stand nicht gerecht, dass ich erst erwerben muss das. Wenn er sagt, ja, ich muss auf die Walz gehen, die Gesellenprüfung, dann Meister machen und dann ein bisschen Geld einbringen, wie es üblich ist, dann sage ich zum Vater, ja, ich habe Geduld. Aber wenn es grundlos ein anderer Sektenfürst oder andere Trieb- oder Kapitalkräfte machen, hatte ich damals die Möglichkeit der Exekution.
Und trotz aller meiner Anmut und Geselligkeit und Lust und Liebe und Freundschaftlichkeit und Nächstenliebe würde ich natürlich das in Anspruch nehmen. Wenn dann der Stadtvater im Hohen Rat sagen würde an den Stadttoren, du hast die Möglichkeit, diesen Satanisten, der ewig hindert, also den Ewigmörder, den Nachkommenmörder zu vertilgen, würde ich sagen, ja, am Hauptplatz, ich bitte darum. Ich gebe das Einverständnis und du als hohe Amt, Ausführer, als richterliche Hoheit, was sollst du das durchziehen? Verstehst? So wie das der Gerechtigkeit gebührt. Denn ich habe gesehen, wenn man zu weich ist, wenn man von jedem Kriegsverbrecherkriminal absehen möchte, das führt zu nichts. Dann wird man ausgelacht. Verstehst? Das hat George Bush erkannt, das haben auch Hussein II. Erkannt und das haben viele erkannt. Das hat auch Schwarzenegger erkannt, das Gouverneur. Das hat auch Berlusconi erkannt, verstehst? Das haben die Medienzahlen erkannt. Das hat der russische Präsident erkannt, verstehst? Wir sind nicht dumm, weil wir sehen, sonst führt das zu einem Kannibalen-Ghetto, Rattenstall. Die Sanftmut bleibt uns ja, verstehst? Weil wir sagen überhaupt nicht, dass wir uns aufregen, sondern wir haben eine klare Sprache, verstehst? Nach wie vor. Die Männer, die als Präsidenten fungieren, momentan, verstehst? Die können manchmal in Erregung verfallen, weil sie ja direkt die Verantwortung tragen müssen. Ich als Berater, verstehst? Habe natürlich noch viel mehr Anmut, verstehst? Weil ich dafür ja nicht verantwortlich primär zeichnen kann, sondern im Hintergrund fungiere. Ich bin gnädig, verstehst? Die Gnade geht von mir aus, die Sanftmut, die Anmut, die Barmherzigkeit. Ich empfehle sie weiter, verstehst? Aber du darfst es nicht missbrauchen.